Die versucht, jemanden rauszuholen. Boah, Alter, war das gerade knapp. Oh, ich hab die nur angeschliffen, die Kuh. Hallo. Hallo. Ach, servus. Irgendwer hat mir geschrieben, dass die neuen Sirenen kacke sind. Oh, nee, oder? Nein, nein, nein. Oh, nein! Ich hab zwei Motorradcops hinter mir. Oh, shit. Not good. Spinnt der, Alter. Alter, ich werd's fast draufgegangen, weil mir der Kopf reingefahren ist. Ich bin sie losgeworden, ich bin in den Blitzer reingefahren. Nope. Ey, wie konnte dieser Drecksack mich gerade finden, Alter? Weil ich in den Blitzer. Ich dachte, wie ich in den Blitzer reingefahren bin, jetzt ist Ende. Hallo? Hat jetzt einen fetten Unfall gehabt und hat Blackout oder was? Oh ne, habe ich gerade einen Disconnect vom Server bekommen. Ja, Disconnect vom Server, perfekt. Oder Server gecrashed, eins von beiden. Das oh Gott. Dann holen wir mal einen da vorne, oder? Ja, Mann. Ja, das geht gut. Ja, dann holen wir uns. Aufpassen, wir haben es gleich. Wir haben ihn überholt. Gott sei Dank war ja... Wirklich jetzt? Ja, ich hatte Kopfschmerzen und bin mit dem Kopf verunfallt. Bei mir war dann nix. Wir machen am besten gleich weiter. Alter, heute kommen ja Sachen zustande. Der sagt, er fette Kopfschmerzen, ist dann woanders, fliegt dann mit dem. Der ist nämlich nicht rausgeflogen, sondern er hat den Kopf jetzt überfahren, der war aber gar nicht da. Aber nicht auf die Straße, ich weiß nicht, dass. Ja, nicht, dass da wer drüber fährt, das wollen wir ja nicht. Geschön? Du brauchst dich eh nicht drauf zu schießen. Doch, bei dir, wenn du neben stehst, schon. Nein, hab ich nicht. Durchforderung. Ich bin jetzt hier durch. Es ist so fies, aber so lustig. Wenn nicht, dann Zugriff. Oh nein. Oh nein. Das ist das, was ich mir schon fast gedacht habe, das passieren wird. Auf da. Schau dich oben hin, ja, wisch. Warte. Mach so, dass sie es nicht sehen. Mach so, dass sie es nicht sehen schon. Oh, bin gehittet. Nicht gegen den Stein. Ey, die bauen sich hier auf. Was machst du? Alter, ist das knapp. Wir brauchen Abholung. Die sind überall. Ja, was sollst du machen? Ich hol nochmal jemanden vom FD her. Oh, ja, ich glaube, da braucht er Schmerzmittel. Ich tue es in die Nase. Oh, oh. Nein, nicht in den Nasen. Oh, doch, ich stecke jetzt meinen Finger ins Tetrapack-Näschen. Oh. Oh, nee. Oh. Der Officer. Ist die Officer Tetrapack wieder hier? Das sind Hallo. Zwei. Oh. Haben Sie die Tüte aufgemacht? Oh. Nee, noch nicht. Ich nehme Sie den Finger in den Mund. Sie nehmen meinen Finger. Nee, ich nehme nicht in. Bitte. Nein. Du musst nur die Tüte aufmachen. Ich mache Ihnen hier die Tüte auf, ja. Oh, okay. Nochmal ein Medikament spritzen, das nennt sich Womits. Das ist gegen diese Übelkeit. Aua. Wenn Sie so denken, was ist denn das für ein Trottel? So. Ist das Peter? Ja, ich brauch bitte meine Hämorrhoidensalbe. Achso, ja, das wollte ich dir durchgeben. Oh, ich brauch einen Köftespieß in der Tüte. Ja. Wir müssen anscheinend den mal zusammen mal durchnehmen. Ja, tun Sie mir einen Gefallen. Kann ich zugucken. Aua! Aber wenn wir fertig sind, gehen wir auf Raubzug. Oh! Oh, sie haben mich gerade aufgeweckt. Ich bin gerade schlafen. Oh. Von auch oh, jetzt habe ich übelste Schmerzen im Schädel, Alter. Oh. Oh, jetzt sehen sie aus wie eine Pfandflasche, hallo. Da hat irgendein Kopf ein Pimmel aus Blut gemalt, seht ihr das? So links, rechts und dann ist da so ein Strich durch. Ja, schon lustig gemacht, ne? Ja, der eine hat so einen langen Schniedel bis nach Mexiko runter. Alter, meine Eltern. Ja, willkommen. Der Stream ist. Er ist so alt.
Alter! Ja, weißt du, der Bre sitzt gerade sicher im Wohnzimmer an so einem Fernseher, macht einen Stream und die Eltern sitzen gerade nebenan. Und er hört einfach sowas. Hallo an die Eltern! Genau, der Rest wird im Ocean später gemacht. Ah! Ah! Sie haben mich ins Ding reingeschoben! Aha! Ah, meine Hüfte! Ah! Das sieht nach einem Penisbruch aus, wenn ich das sehe. Geht doch, Bibi. Scheiße! Scheiße! So, jetzt nimmst du deine Schrotflinte und schießt mal gegen die rote Kanne. Sie werden regelrecht belohnt. Na, wie geht's? Ich hab ihnen gesagt, sie sterben nicht. Na komm, geht schon. Also jetzt tot? Warum geht's dem Typ immer noch gut? Ich will, dass er stirbt. Soll ich ihn jetzt mal anzünden? Jetzt ist aber... Ja. Okay, warte, ich mal rewind. Woher das denn geschafft?